Guten Tag und herzlich willkommen zur Softwaretechnik-Vorlesung. Heute zum Thema Software Design, zu Deutsch eher Softwareentwurf oder auch Feinentwurf. Was wollen wir uns heute angucken? Ich fange wieder meine Vorlesung an, über Schaukeln zu sprechen, tatsächlich natürlich nur als Analogie. Zur Erinnerung, in den letzten Vorlesungen haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir verstehen können, was der Kunde eigentlich haben will. Und maßen uns an, die Anforderungen inzwischen verstanden zu haben, das System modelliert zu haben. Und dann sind wir irgendwie bei dem Punkt, dass zumindest der Projektleiter verstanden hat, worum es bei dem Softwareprojekt gehen soll und was entwickelt werden soll. Jetzt ist die Frage, starten wir dann direkt mit der Implementierung oder sollten wir da vielleicht noch irgendwas machen? Und da haben wir beim letzten Mal schon angefangen und uns mit der Architektur, dem Grobentwurf, auseinandergesetzt. Heute wollen wir da anknüpfen und wollen uns eben angucken, was wir unter Feinentwurf verstehen. Das heißt, es geht um den Entwurf und wir wollen gucken, was steckt eigentlich dahinter. Im ersten Teil der Vorlesung wird es so eine kleine Einführung geben, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt in die anderen Phasen. Wir werden es also einordnen zur Anforderungsanalyse, zur Architekturentwurf. Und im zweiten und dritten Teil der Vorlesung werden wir uns neue Diagrammtypen in UML ansehen, mit denen der Feinentwurf tatsächlich typischerweise gemacht wird. Das heißt, das sind Sprachen, mit denen wir den Feinentwurf kommunizieren können. Im zweiten Teil soll es um Klassendiagramme gehen und im letzten und dritten Teil um Sequenzdiagramme. Zur Einführung Software Design habe ich euch erstmal ein Zitat mitgebracht, und zwar von Louis Squillay. Without requirements or design, programming is the art of adding bugs to an empty text file. Das ist natürlich sehr überspitzt. Allerdings ist das Zitat sehr bekannt geworden und er sozusagen über das Zitat auch mit. Er ist Software-Architekt, Computerfachmann, aber auch Videoproduzent. Dieses Zitat ist insofern interessant, weil es aufzeigt, es gibt eigentlich verschiedene Sachen und die hängen irgendwie zusammen. Natürlich können wir anfangen, sofort zu programmieren. Allerdings laufen wir dann die Gefahr, dass wir eigentlich nur Fehler machen. Also wir produzieren vielleicht Software, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Das heißt, wir brauchen erst die Anforderungsanalyse und wir sollten uns erst Gedanken machen über den Entwurf, bevor wir einfach irgendwas hinprogrammieren. Und natürlich kann man jetzt etwas argumentieren, man fängt jetzt nicht jedes Mal bei einer leeren Textdatei an, aber das soll eigentlich überspitzt auf viele Art und Weisen zeigen, dass eigentlich neu anfangen oft sowieso der falsche Weg ist. Ja, also das mit einer leeren Textdatei anfangen ist insofern schon falsch, weil vielleicht gibt es ja schon Dateien, die ich irgendwie einfach nur verändern muss. Ich muss vielleicht gar nicht neu anfangen, kann da irgendwas wiederverwenden, aber vielleicht gibt es sogar die ganze Komponente schon oder, und das haben wir beim letzten Mal schon thematisiert, vielleicht brauche ich diese ganze Komponente nicht und kann mir das eben sparen. Dazu nochmal den Überblick, den wir beim letzten Mal erarbeitet hatten, und zwar diese zwei groben Phasen, Analyse und Design oder Analyse und Entwurf, die sich unterteilen in eine Reihe von Zwischenphasen. Ja, und wir haben das sind sozusagen unsere ersten oder die zweite bis zur fünften Vorlesung jetzt an Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Das heißt Anforderungsanalyse, Anforderungsermittlung. Daraus fällt eine Anforderungsspezifikation. Dann haben wir das System modelliert. Daraus fällt eine Systemspezifikation. Das war zusammen die Analyse oder fasst man auch zusammen als Phase der Analyse. Und in der letzten Vorlesung haben wir uns dann die Systemspezifikationseingabe genommen für den Grobentwurf oder eben Architekturentwurf. Was da rausgefallen ist, ist eine Architekturspezifikation, das heißt, wie zerlegen wir das große System in Teile, in Komponenten. Das heißt, wir haben uns da insbesondere Komponentendiagramme angesehen und verschiedene Architekturentwürfe, wie sie bekannt sind aus der Literatur. Wenn wir diese Architekturspezifikation, also die Teilung des Systems in kleinere Komponenten, haben, dann schließt sich oft der Feinentwurf an. Das heißt, wir versuchen im Feinentwurf die
einzelnen Komponenten noch weiter zu zerlegen und zu überlegen, wie setzen wir die um. Das zusammen hatte ich beim letzten Mal schon vorgestellt als Entwurf. Und wir können uns auch hier wieder fragen, was fällt da eigentlich raus aus dem Softwareentwurf? Und aus dem Softwareentwurf fällt eine Modulspezifikation oder Komponentenspezifikation heraus. Englisch Module Specification. Und auch damit machen wir natürlich dann wieder weiter und das kann euch sozusagen ein bisschen Hoffnung geben, denn viele mögen ja an der Informatik insbesondere programmieren. Wir werden beim nächsten Mal tatsächlich dann wieder zur Implementierung kommen. Das heißt, das, was ihr sicherlich aus anderen Veranstaltungen schon kennt. Jetzt haben wir eine ganze Reihe Vorgeplänke gemacht. Ich habe euch versucht, dabei immer mitzunehmen und zu motivieren. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann tatsächlich an, was wir beim Implementieren noch beachten können. Ein anderes Zitat, was uns helfen kann, zu verstehen, was eben gerade dieser Unterschied zwischen Analyse und Entwurf ist. If it's your decision, it's design. If not, it's a requirement. Das ist auch wieder sehr stark vereinfacht, aber bringt eben auf den Punkt, dass es Entscheidungen gibt. Und wenn die Entscheidungen auf Kundensicht fallen, das heißt sozusagen oder aus Kundensicht fallen, dann sind es Anforderungen, dann muss das System so umgesetzt werden. Und wenn das eine Entscheidung ist, die der Entwickler treffen kann oder die ein Softwarearchitekt treffen kann, dann meinen wir damit Design. Dann ist das eben sozusagen eine Designentscheidung. Alistair Cockburn ist einer der großen Vordenker, was agile Softwareentwicklung angeht. Wir werden zur agilen Softwareentwicklung noch später kommen im Rahmen der Vorlesung. Im Prinzip wirft die agile Softwareentwicklung das, was wir jetzt sozusagen jetzt erstmal erarbeiten, was sind eigentlich die einzelnen Phasen, wie bauen die aufeinander auf, die versuchen das in kleineren Zyklen zu machen und mehr iterativ und agiler. Wie gesagt, da kommen wir nochmal drauf. Für jetzt reicht es uns zu verstehen, es gibt also einen Unterschied zwischen Entwurfsentscheidungen und Anforderungen. Ja, und an der Stelle wieder ein kleiner XKCD-Comic zu dem Thema Entwurf. Tatsächlich nicht in der Softwarewelt, sondern für das, was uns so tagtäglich umgibt. Vielen Dank auch nochmal an Niklas Gund, der dem Aufruf gefolgt ist und Musik zur Verfügung gestellt hat als Untermalung. Dankeschön dafür. Es gibt tatsächlich, wenn man sich das anguckt, das Bild überspitzt das natürlich ein bisschen. Aber das ist wahrscheinlich alles gar nicht so weit weg von der Realität, dass alles, was uns im Alltag begegnet, inzwischen hochgradig optimiert ist und vor allem, dass da viele Entscheidungen auf dem Weg getroffen werden müssen. Und das sind typischerweise Designentscheidungen. Ja, also wie was der Krümmungswinkel von dieser Lampe ist, das ist vermutlich nicht unbedingt ein Kundenwunsch, dass das so und so aussieht und diese Form hat, sondern das ist tatsächlich eine Entwurfsentscheidung. Wir sehen, dass bei diesen alltäglichen Dingen es schon eine Reihe von Entscheidungen gibt und im schlimmsten Fall wird sogar jemand gefeuert deswegen, weil er seinen Mund aufgemacht hat. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Allerdings sehen wir das Gleiche auch in der Softwarewelt. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und die Frage ist, treffen wir die einfach irgendwie? Oder ist es vielleicht sinnvoll, die wichtigsten Entscheidungen zumindest zusammen zu diskutieren und zu überlegen, was ist der richtige Weg, um langfristig erfolgreich zu sein? Jetzt ist die Frage, wie können wir das diskutieren, wie können wir Entwurf miteinander diskutieren, und da haben wir uns eben die UML-Diagramme angesehen und da eben schon vier verschiedene Arten kennengelernt. Da sind zum einen die Strukturdiagramme, wo wir beim letzten Mal uns Komponentendiagramme angesehen haben, etwas genauer. Da werden wir heute noch zu den Klassendiagrammen kommen, im zweiten Teil der Vorlesung. Dann gibt es eine Reihe von Verhaltensdiagrammen. Beim letzten Mal habe ich noch mal ein bisschen was zur Auswertung zu euren Anwendungsfalldiagrammen gesagt.
Heute vielleicht noch ein paar Worte zu den Aktivitäts- und Zustandsdiagrammen. Ich bin sehr positiv überrascht, erstmal über eure Einreichungen, aber auch über die Qualität. Also es ist tatsächlich kaum was zu finden, was daran falsch ist. Eine Sache vielleicht noch bei Aktivitätsdiagrammen, das ist wichtig, wenn ihr sogenannte Guards habt, ja, also bei einer Fallunterscheidung, dass ihr die in eckige Klammern schreibt. Das ist das Einzige, was ich finden konnte. Da muss ich also schon sehr pingelig sein. Dafür aber nochmal der Aufruf. Ich sehe langsam, es spielt sich so ein, dass es so immer die gleichen sind, die da was einreichen und die tatsächlich sogar sehr gute Lösungen einreichen. Das führt aber zu dem Fakt, dass ihr nicht selber gegenseitig aus euren Fehlern lernen könnt. Also ruhig bitte mehr Einreichungen von mehr Personen. Ich weiß, da sind noch mehr, die die Videos hören. Und ich weiß, da sind auch noch welche, die die Videos leider noch nicht hören, aber hoffentlich bald hören. Aus den Fehlern von euch, von anderen, könnt ihr tatsächlich gut lernen. Und nicht jeder Entwurf von einem Aktivitäts- oder Zustandsdiagramm muss gleich perfekt sein. Wie gesagt, es ist weiter offen. Ihr habt da jederzeit die Möglichkeit, was einzureichen, euch gegenseitig Feedback zu geben. Und zu den Komponentendiagrammen werde ich dann nächste Woche was sagen. Verhaltensdiagramme gucken wir uns heute noch einen weiteren Typ an, nämlich die Sequenzdiagramme. Und jetzt höre ich euch schon stöhnen. Och, Thomas, wir haben in den letzten 3 Wochen schon 4 Diagrammtypen durchgenommen, müssen heute noch unbedingt 2 kommen. Erstmal ist es sowieso schon ein Kompromiss. Ja? Von diesen 14 Diagrammtypen in UML gucken wir uns tatsächlich nur 6 an. Und ihr habt es nach der heutigen Vorlesung schon geschafft. Also das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Dann ist es so, dass wir jeden Diagrammtyp tatsächlich nicht bis ins kleinste Detail uns angucken, sondern nur die wichtigsten Sprachkonstrukte. Und außerdem winkt Licht am Ende des Tunnels. Wer sich so lange den Berg hochkämpft, der kann sich irgendwann freuen, den Eselsberg auch wieder runterzufahren. Wir werden also beim nächsten Mal tatsächlich über Implementierung reden, über Coding-Guidelines und was wahrscheinlich relativ nah an eurem aktuellen Alltag mit dem Sopra ist. Gut. Was haben wir uns jetzt angesehen im ersten Teil? Der war relativ kurz. Es sollte euch so ein bisschen Einblick geben, welche Rolle hat der Softwareentwurf in der Softwareentwicklung? Wie passt das zu den vorherigen anderen Phasen? Und hierzu gibt es was nachzulesen von Ian Somerville. Das sind durchaus eine ganze Reihe Seiten. Das gibt aber einen ganz guten Überblick, wie die Sachen eigentlich so zusammenhängen. Das könnt ihr euch also gerne ansehen. Und an der Stelle gibt es nicht wirklich was direkt zu üben, es gibt aber was zu wiederholen. Und zwar habt ihr ja alle vorher schon von Objektorientierung gehört. Und wir werden in den nächsten 2 Teilen das Thema objektorientierte Programmierung auf die Modellierungswelt hieven. Wir werden also über Klassen, Objekte und Ähnliches sprechen. Und dafür ist es gut, wenn ihr euch nochmal in Erinnerung ruft, was war eigentlich Objektorientierung, was meinen wir damit. Und dafür gibt es einen Lückentext. Da ist die Idee, dass ihr den gemeinsam ausfüllt und wenn der alles ausgefüllt ist, dass ihr einfach selber euch noch Sätze überlegt mit Lücken drin, die dann andere noch weiterfüllen können. Also, da lade ich euch herzlich ein und es ist zumindest gedanklich nochmal kurz darüber nachdenken, was ist eigentlich Objektorientierung und das hilft euch dann gleich in den nächsten 2 Teilen. Gut, dann nach der Interaktion sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.